Servus. Na geh. Jo, ey. Der Autor Max übte lang auf der Tastatur, schrieb sein Debüt dann mit Autokorrektur. Das Buch heißt Das Erbe, gefangen im Schatten der Vergangenheit. Sie ging zu ihm an die Beifahrerseite, öffnete mit der rechten Hand vorsichtig die Autotür. Und? Kann man sich was darunter vorstellen? Ja, kann man. Kopfkino. Das ist die Frage, ob das Kopfkino da mitspielt, wenn man es hört oder liest. Es geht auch um einen Killer, der mordet. Max träumt von steiler Karriere. Und heute gibt's eine Premiere. Öffentlich lesen will er aus dem Thriller mit dem Killer. Ja, für mich ist heute ein ganz besonderer Tag. Ich habe nämlich heute meine erste Buchpräsentation. Und ich bin schon extrem aufgeregt, dieses Buch jetzt mal so richtig öffentlich auch zu zeigen und darüber zu erzählen. Sie ist ruhig, seine Freundin, aber nicht so Max. Es wirkt, als freuten ihn ein paar Psychopacks. Ich habe einmal keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Ich habe keine Ahnung, wie da oben verlaufen wird. Ich weiß nur eins, ich bin extrem aufgeregt und ich versuche trotzdem, ob es jetzt nur 4 oder 40 Leute sind, diesen Abend so spannend wie möglich zu gestalten, auch mit so einem Charme hineinsprühen lassen. Und wenn ich jetzt vielleicht 1 oder maximal 2 Personen dafür interessieren kann, ist das schon mehr, als was ich erreichen wollte am Anfang. Da sind 2 ganz bescheidene Helden am Weg in die Bücherei Ansfelden. Aber ist er eventuell ziemlich am Untertreiben und hofft dann schnell, viel zu unterschreiben? Denn für die 1 bis 2 ZuhörerInnen sind in der Kiste doch viele Bücher drin. Ja, hallo, grüß euch. Hallo. Geschafft. Sehr gut angekommen. Ja. Alles passt? Ja. Aufgeregt? Ja. Ah ja, wird schon gut werden. Nicht da. Wenig. Ja. Aber ich freue mich ungemein. Ja. Du, steh ab einmal. Ja, ich muss eh. Es wird langsam so schwer. Dann müssen wir aber stehen. Ja, genau. So, braucht ihr irgendwas noch? Habt ihr irgendwas besondere Wünsche noch? Nein, eigentlich dabei noch nicht. Nachher nur vielleicht ein Glas Wasser, bitte. Ja, haben wir. Wow. Gern, wow, wunderbar. Gefällt's euch? Wir haben es heute hergekriegt. Wunderschön. Wie wir es sich vorgestellt haben, glaube ich, gell? Ja, es ist schöner geworden. Also, es ist dein, gefällt mir. Dein Auftritt heute, gell? Ja, so bist du ja nicht. Okay, du machst das schon, gell? Ist ich gebe mir Mühe. Ja? Aber nein, danke nur für diese Gelegenheit. Freilich. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, freut uns. Hoffentlich, dass wir Leute kommen. Ja. Und sicher wieder eine tolle Veranstaltung heute, gell? Ich gebe mir Mühe, die Leute zu unterhalten und das, dass ich es auch für mein Buch interessiere. Aber ja, schauen wir mal, wie es sich ergibt. Ich bin für alles offen. Ach, sie wird, ja. Schon werden, gell? Schau mal, Max, da ist jetzt deine. Jawohl, deine Lesung, Bühne. Deine Bühne. Meine Bühne. Deine Bühne. Ja, was braucht man denn dazu? Hast du irgendwas Besonderes? Ja, pass auf, ich habe Posters mitgenommen. Ja. Die kann man da hinten jeweils 2 habe ich mit. Eins links, eins rechts. Das Fenster, ein Laptop habe ich mit, wo ich ja, ein bisschen Musik ein bisschen einspielen ja. Im Hintergrund lassen möchte. Genau. Schau, wir haben ja. Habe ich das schon hergekriegt fürs Kabel? Oh, wunderbar. Kannst du haben. Wunderbar. Na, danke. Super, ja, für den Laptop. Und Max, genau. Wie lange wird es ungefähr dauern? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich versuche es so schnell wie möglich auch, dass wirklich ungefähr die Stunde einkalkuliert. Eine gute Stunde. Ich habe auch zu Hause schon ein bisschen sozusagen vom Spiegel geübt, was ich zum Sagen habe, wie ich was zum Sagen habe, mit was ich anfange, wo ungefähr die Mitte sein wird und wo es auch zum Ende hinführt, inklusive einer kleinen Probelesung. Ja, ich denke, das ist alles ziemlich gut eingeplant und von mir auch, vom Timing her auch, glaube ich, gut eingestimmt. Es wird eine interessante Zeitreise. Ja. Das ist auch wichtig, weil ich ja mit meinem Papa da viel gearbeitet habe im Nachhinein und es wird auch explizit erwähnt. Mhm. Ob ich denke, ich habe das eh im Kopf alles schon durchgeplant und durchgeprobt. Es wird fließend dahin gehen. Bei der Event-Location ist noch was vorzubereiten. Das scheint den 2 Fashion keine Sorgen zu bereiten. Aber es ist fragil, sein Nervenkostüm. Es wird ihm zu viel und sie ungestüm. Muss man die Brust auf den Tisch haben? Doch, aber nicht so. Ja, eben. Dann reißt man ja nicht die Ecken auf den Weg. Was ist denn? Hip auf. Ich reiß dir gleich weg. Hallo? Ja, das ist aggressiv jetzt dann, gell? Nein, nicht aggressiv. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ich spüre seinen Stress, den er hat und die Nervosität. Und natürlich, ich stehe ihm ja dann trotzdem zur Seite, weil gewisse Sachen zu erledigen sind. An seiner Seite steht nicht nur Max Sandra. Durch Kerze und Bild ist auch Papa dann da. Ich habe meinen Papa dazu natürlich gestellt, weil er auch
weil diese ganze Präsentation in seiner Linie auch ihm gebührt. Er soll bei mir sein, Gedanken. Es ist schwer, das ohne ihn zu machen. Bei jedem Tag. Und ich hoffe, die Leute haben ein Verständnis dafür, wenn ich dann ein bisschen in Trauer noch stecke und es auch zeige. Weil es für mich nach wie vor nicht einfach ist, ohne den Stolz von meinem Papa allein da vorne zu stehen und zu reden. Sie ist der Zenit für unseren Helden, die Stadtbücherei in Ahnsfelden. Nervös tigert er durch die Gänge, denn er fiebert sehr vor der Menge an Menschen, die hier warten schon auf seine erste Buchpräsentation. Es geht mir einfach, wie man sich so eine Situation für jemanden erwartet, der was das erste Mal das macht. Man kann es nicht beschreiben, nervös. Ich muss mir einen kleinen Rupf kriegen. Aber es wird schon. Ich denke mal, wenn die ersten Worte dann gefallen sind, dann wird sie das schon legen. Und lieber Max Rester, die Bühne gehört schon Ihnen. Einen schönen Abend darf ich noch wünschen. Ja, das Erbe, gefangen im Schatten der Vergangenheit. Eine Geschichte, die mich seit meinem 15. Lebensjahr begleitet hat. Ein Buch, das, was ich zusammen mit meinem Papa begonnen habe, aber leider ohne ihn beenden musste, weil er knapp vom Ende des Schreibens plötzlich verstarb. Er hat nie erfahren, dass das Buch fertig geworden ist. Die Zeit mit ihm beim Schreiben des Buches hat uns trotz der Lockdown-Zeit mehr denn je zusammengeschweißt. Aber nun gut. Die ganze Geschichte begann eigentlich mit einem ganz einfachen, simplen Glas Wasser. Und so, wie ein Wasserfall, endet nie Max Redeschwall. Wie weggeblasen die Aufregung, wie weggeblasen das Publikum. Diese Geschichte zu erzählen, war für mich ein starkes Gefühl. Weil es mich wieder zurückgezogen hat in meine Vergangenheit, wie alles begonnen hat. Es hat wieder alles in mir hochgehoben, aufgewühlt. Aber es hat mir geholfen, es laut auszusprechen, es nicht nur runterzuschlucken, sondern auch diesen Menschen zu übermitteln, dass dieses Buch doch mehr ist als nur ein Buch. One heart, one soul. Gänsehaut von Anfang bis Ende. Ich habe aus dem Buch eine kleine Vorlesung gemacht, um diesen im Publikum ein bisschen noch diesen anderen Leuten, die was noch, damit noch nicht in Berührung gekommen sind, ein bisschen mehr einen Einblick von der Erzählweise näher zu bringen. Aber schon lange berichten Augenzeugen von seltsamen Phänomenen. Gerüchte kursierten über Geistererscheinungen und angebliche Schattengestalten, die sich in den Fluren und an den Fenstern zeigten. Türknäufe würden sich von selbst drehen. Möbel würden sich von allein verschieben. Und nachts sollte schauriges Kinderlachen zu hören sein. Dankeschön. Ich denke, ich habe die Leute auch gut unterhalten können, dass auch einige auch mit mir gelacht haben, Tränen auch mitgeflossen sind. Und ich bin unterm Schnitt, unterm Strich sehr zufrieden mit meiner ersten Präsentation. Max hat erstmals aus seinem Buch vorgetragen und sich dabei überraschend gut geschlagen.
Von seiner Sandra gibt's ein Kompliment, vor allem für sein Zeitmanagement. Also für mich war die Präsentation von Max voll super. Ich bin voll stolz auf ihn. Ich bewundere es voll, wie er das da durchgezogen hat. Und ja, er hat sogar in einer super Zeit geschafft, die wir vorher ausgemacht haben, dass es nicht zu lang wird. Und ich gebe auch Mühe beim zweiten Teil, bei der Fortsetzung, es noch spannender zu machen, weil das zweite Buch, das passiert auch auf wahre Augenzeugenberichte. Viel Spaß noch damit. Dankeschön. Danke. Also nachdem das fertig gewesen ist, die Präsentation, war dann noch eine sehr harmonische Stimmung. Jedenfalls danke nochmal, dass du das Buch gekauft hast. Möchtest du eine Signatur? Oder? Ja, bitte. Gerne. Habe ich da noch ein paar Bücher signieren dürfen. Ja, und ich hoffe, das zweite Buch wieder nach dem Arbeit gestern. Ich habe immer die Leute auch unterhalten, die haben auch ihre Erfahrungen mit dem Buch erzählt und es war sehr lustig und sie freuen sich schon sehr auf die Fortsetzung. Die wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also die Stimmung nach der Präsentation war voll gut, war voll locker und lustig. Wir haben Spaß gehabt. Ja, war ein super Abschluss